Aufnahme. Podcast und Videos mit Philipp. Einfach nachgefragt. Eins. Herzlich willkommen bei Achtung Aufnahme, Podcasts und Videos mit Philipp. Und heute freue ich mich sehr, Christina Inhoff begrüßen zu dürfen. Christina Inhoff, Dancing Stars, Co-Moderatorin, Sportjournalistin und vieles, vieles mehr. Liebe Christina, vielen Dank für deine Zeit, für Achtung Aufnahme. Hallo. Wie geht es dir? Wie hast du Weihnachten, vielleicht wahrscheinlich ein bisschen anders heuer, oder wie hast du auch Neujahr verbracht? Ja, also ich sage mal, Weihnachten habe ich eigentlich gebracht, wie immer. Ich meine, es war ein bisschen reduzierter. Ja. Am 25. Dezember zum Beispiel ist jetzt nicht die große Familie zusammengekommen, sondern das haben wir auch ganz klein gehalten. Und heuer, ganz neu, wir haben am 23. Dezember alle einen Corona-Test gemacht. Na bitte. Das war halt das einzig Neue, aber das gibt einem halt dann auch ein bisschen eine... Ja, eine Beruhigung, dass wenn jeder gesund ist, dass man da auch in Ruhe gemeinsam essen kann, einen schönen Tag verbringen kann. Und zu Silvester haben wir halt ganz, ganz klein gefeiert, so wird man das Feiern nennen kann. Natürlich eben nur in zu zweit in einem Haushalt lebend. Und ja, war aber trotzdem schönes Silvester, muss ich sagen. Ja, schön. Es ist ein anderes Silvester und es war vielleicht auch ein bisschen ruhiger heuer, aufgrund der wenigen Feuerwerkskörper, sage ich mal. Aber so kann man sicherlich auch Silvester feiern. Dancing Stars haben sehr viele Leute verfolgt. Ich glaube, die Zuschauerzahlen sind sehr, sehr, sehr gut. Wie bist du zu Dancing Stars gekommen? Du bist ja die Nachfolgerin von Miriam Weichselbraun. Es ist relativ schnell gegangen, wenn ich das so jetzt richtig in Erinnerung habe, von der Fußballberichterstattung direkt in den ORF Ballroom zum Herrn Eberhardinger. Wie war das für dich? Ja. Wie ist das alles vonstatten gegangen? Ich meine, es war ja nicht meine erste Unterhaltungsshow. Ich habe schon in den letzten Jahren auch beim ORF Shows moderiert, wie zum Beispiel die große Chance der Chöre, oder ich hatte eine eigene Opernballsendung. Mhm. Insofern war der Unterhaltungsbereich jetzt nichts Neues für mich. Und es war ja bei Dancing Stars so, es hat ja im Frühjahr schon die erste Folge dieser Staffel gegeben, damals eben noch mit der altbekannten Besetzung bei der Moderation. Und dann kam eben die große Corona-Pandemie, alles wurde gestoppt und die Fortsetzung wurde dann für den Herbst geplant, nur konnte dann eben die Miriam Weichselbraun aufgrund ihres Wohnortes in London nicht hin und her pendeln, und so kam es, dass man mich dann im Sommer ganz spontan angerufen hat und gefragt hat: Christina, was machst du im Herbst? Könntest du Dancing Stars moderieren? Okay. Und da hat es mich mal komplett von den Socken gehauen, weil damit hätte ich halt nie gerechnet. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit einer Moderation von Dancing Stars. Ich kann mich auch erinnern, ich habe am Telefonat mit dem ORF-Unterhaltungschef, habe ich dann auch gesagt: Ach so, geh es um den Haus. Ich dachte halt irgendwie aufgrund von, der hat ja auch schon ein gewisses Alter, dass er halt vielleicht, weiß ich nicht, aufgrund von Corona, Risikogruppe, was auch immer, habe ich mir halt gedacht, dass der nicht an der Sendung teilnehmen kann. Dann hat es geheißen: Nein, es geht um die Moderation, die Miriam Weichselbraun gemacht hat. Ja, dann war ich schon sehr aufgeregt und das war wirklich schon ein bisschen so lebensverändernd, zumindest was meinen bisherigen Beruf angeht, weil sowas Großes mit so einer Aufmerksamkeit, so eine Show, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, mit dieser Aufmerksamkeit habe ich wirklich noch nie gemacht. Super, das ist eine tolle Sache. Sag, wie geht man eigentlich damit um? Ich meine, ich kenne einige TV-Moderatoren, ich kenne dich, ich kann mir das vorstellen, ihr seid natürlich sehr, sehr große Talente, habt eine sehr, sehr gute Ausbildung, Stimmausbildung, Sprachausbildung mit allem drum und dran, aber trotz alledem, auch als Profi, jetzt machst du so eine große Show, es war wie gesagt kein Live-Publikum, aber im Hintergrund, man muss sich das vorstellen, jetzt schauen wirklich so, so, so viele Leute zu mit einer so großen Zugriffsrate. Wie geht man da zum Beispiel mit diesen Klassikern, die, glaube ich, bitte korrigiere mich, es auch bei euch gibt, Lampenfieber und lauter solchen Dingen? Geht einem das ein bisschen im Kopf herum? Wie arbeitet man? Hat das auch ein Klaus Eberhardinger? Hat das vielleicht auch einen Miriam Weichselbraun gehabt? Ich nehme mal an, das wird sie auch haben.
Ja, also ich glaube, der Klaus ist schon sehr cool mittlerweile. Ja. Der war jahrelang bei der ERV. ERV ist ein guter Punkt, da müssen wir noch reden. Gewöhnt. Ja, also ja. Das, ich glaube, der ist da schon recht entspannt, ja. Aber trotzdem immer natürlich konzentriert. Und das ist ja. Natürlich das Wichtigste. Ja. Egal, welche Sendung auch ich mache, sei es jetzt eine Fußballsendung, eine Sportnachrichtensendung oder eben jetzt Dancing Stars, man ist immer ein bisschen aufgeregt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und das ist aber was Gutes, das finde ich auch wichtig, weil das zeigt mir, dass ich diese Sendung jetzt ernst nehme, dass ich da meine beste Leistung bringen möchte. Und ja, also bei Dancing Stars speziell jetzt, war ich schon aufgeregt, aber nicht, dass es mich an irgendwas gehindert hätte. Also jetzt nicht so, dass ich Versagensängste hatte. Ich war nicht aufgeregt, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, und was ist, wenn ich meinen Text vergesse oder wenn ich mich verspreche, sondern davor hatte ich eigentlich überhaupt keine Angst. Ich war einfach aufgeregt aufgrund diesem ganzen Trubel, der dort halt immer herrscht und der Freude, dass ich das machen kann und habe halt gewusst, jetzt schauen mir meine ganzen Freunde und meine Familie zu und alle fiebern mit. Das war eher so das, was mich ein bisschen nervös gemacht hat. Aber eben, dass mir irgendein Hoppala passiert, damit kann ich schon ziemlich gut umgehen, muss ich sagen. Man hat halt dann, wenn man jahrelang Sport macht, schon sehr viel erlebt und auch viele Hoppalas durchgestanden und auch so seine Wege entwickelt, wie man damit umgeht. Ja, deswegen. Das glaube ich. Ja, sehr, sehr cool, auch wirklich toll gemacht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Danke. Du bist medienmäßig ja schon ganz schön herumgekommen. Ich schaue jetzt ganz kurz auf meine Liste. Das steht auch auf deiner Wikipedia, auf deinem Wikipedia-Eintrag. Viel Radiomoderation gemacht, diverse... Nein, Medien-Kurs. Radio habe ich nie moderiert. Nicht? Also interessant, steht drinnen. Sky Sport News. Ich war als Praktikantin. Okay. Praktikantin war ich. Aber ich habe nie im Radio selbst moderiert. Okay. Also Praktikum ist ja was anderes. Da darf man klar, das ist schon klar. Du hast die Puls 4 Champions League moderiert. Du warst bei Sky Sport News. Bachelorstudium hast du gemacht. In welchem Bereich? Ich nehme an, jetzt in Sportwissenschaften. Sportwissenschaften, okay. Wie bist du überhaupt jetzt zur TV- und Radiobranche gekommen? Also ich gehe davon aus, es war natürlich ein großes, großes Interesse und du hast dich dann irgendwann einmal beworben und dich für diesen Bereich interessiert und dann hat sich der Weg, sage ich mal, automatisch so entwickelt. War das ungefähr so oder wie kommt man dazu? Ich glaube, es ist ja nicht so leicht, was ich weiß, ne? Ja, das Interesse war definitiv schon in der Schulzeit da, weil ich immer gerne Referate gehalten habe und dann nicht, dass mich nicht irgendwie super nervös gemacht hat, sondern eigentlich mir Spaß gemacht hat, anderen was zu erzählen und ich hatte da auch keine Scheu. Ich habe immer auch schon als Kind, bin ich halt irgendwo gerne auf einer Bühne gestanden, weil es mir Spaß gemacht hat, Leute zu entertainen, so blöd das klingt, aber das brauchst du schon so ein bisschen, dieses... Rampensau gehen ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber du darfst keine Scheu haben. Und wenn da ein Teil deiner Persönlichkeit so ist, dann ist halt die Bühne irgendwie für dich gemacht. Und dementsprechend hat sich das in der Schulzeit schon so ergeben und dann habe ich auch wirklich auch gleich die ersten Ausbildungen nach der Matura waren eben ein Radiomoderationskurs, ein Praktikum bei der Kronenzeitung, beim Radio selbst und nebenbei habe ich dann aber auch noch das Sportwissenschaftsstudium begonnen, aber immer den Weg der Moderatorin verfolgt und von einem Praktikum zum nächsten Job neben dem Studium habe ich mich halt immer ein bisschen weitergearbeitet und habe dann neben dem Studium schon vor der Kamera gearbeitet bei einem Regionalsender in Wien und habe da erste Erfahrungen gesammelt. Habe Ausbildungen nebenbei gemacht, weil man muss ja eben die Sprechtechnik richtig lernen. Man muss seine eigene Präsenz vor der Kamera verbessern. Und all das war halt wirklich immer aufbauend, ganz langsam. Man braucht viel Geduld, muss viele Niederlagen wegstecken können, das verarbeiten können, und aber immer dranbleiben. Und dann baut sich halt Stück für Stück immer auf. Das ist ein guter Punkt mit den Niederlagen. Da kannst du uns unseren Zuseherinnen und auch zuhören, weil es ja diese Sendung auch als Podcast zu hören gibt, vielleicht ein paar Tipps geben. Jemand, der sich wirklich für dieses Genre, für dieses Genre interessiert, der in die Radio, in die TV-Moderation gehen will, unabhängig jetzt bei welchem Sender, der sich dafür interessiert. Es gibt Rückschläge,
Das haben wir alle in jedem Lebensbereich. Aber gerade in dieser Branche, wo doch auch, würde ich jetzt einmal sagen, einiges an Konkurrenz da ist, es gibt auch andere Profis. Wie geht man mit Rückschlägen, sage ich mal, wirklich in dieser Medienbranche, die du selber auch angesprochen hast, Lumos? Kannst du da vielleicht ein bisschen Leuten einen Tipp geben, die vielleicht auch gerade Moderatoren sind oder die es werden wollen? Ja, also es ist ganz gut, wenn man sich dem Ganzen bewusst ist, dass nichts von heute auf morgen geht, dass man tun muss. Und ich bin zum Beispiel selbst ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich hätte am liebsten mit 22 schon eine große Show moderiert. Aber rückblickend muss ich sagen, ist es gut zum Beispiel, dass es nicht so gekommen ist. Weil mit 22 wäre ich dem Ganzen, glaube ich, noch nicht gewachsen gewesen. Das heißt, Geduld ist ganz wichtig. Auch eben dieses Dranbleiben. Ja. 9 von 10 Bewerbungen sind Absagen oder eben man bekommt gar keine Rückmeldung. Und bei diesem einen, wo man vielleicht eine Rückmeldung bekommt, öffnet sich so eine Tür ganz leicht und aus dieser Chance könnte man was machen und schauen, dass da was entsteht. Also die Quote, dass man immer weiterkommt, ist gering. Das heißt, man muss immer dranbleiben und weiter Wege finden, wie man solche Türen öffnen kann. Und auch viele Absagen und geschlossene Türen verarbeiten und weiter dranbleiben. Und dann, glaube ich, ist auch ganz wichtig, eben neben diesem unbedingten Willen, dass man das wirklich leidenschaftlich verfolgt, dass man auch innovativ ist und sich versucht, ein bisschen abzuheben von den anderen. Das heißt, find irgendwie Wege, wie du an Menschen rankommst, an Unterhaltungschefs, an Programmdirektoren, wie es die anderen vielleicht nicht machen. Also ich habe es lustigerweise in den vergangenen Jahren zu sehr vielen guten Gesprächen geschafft mit Programmverantwortlichen, indem ich einfach versucht habe, zum Beispiel deren E-Mail-Adresse herauszufinden. Okay. Und habe da echt viele E-Mails, zum Beispiel Bewerbungen rausgeschickt an Vorname.Nachname zum Beispiel ORF.at. Ja. Und wenn da eine Fehlermeldung gekommen ist, dass diese E-Mail-Adresse nicht existiert, habe ich es mal mit etwas anderem probiert, mit den Initialen @orf.at. Okay. Also ich habe so lange probiert. Das ist sehr kreativ. Ja, innovativ, die Kontakte herauszufinden, bis ich dann mal keine Fehlermeldung bekommen habe und wusste, jetzt geht die Bewerbung durch. Und dann habe ich auch tatsächlich von den obersten Unternehmenschefs Rückmeldungen bekommen. Und manchmal ist da dann sogar wirklich ein Telefontermin, ein Vorstellungsgespräch entstanden. Also so dieses um die Ecke denken, glaube ich, ist schon auch wichtig. Super. Ja. Toll. Da kann ich sogar gut erklären, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wirklich einfach nicht aufgeben, dranbleiben. Und was man immer wieder sagt und was mir auch immer wieder hilft, wirklich an sich glauben. Klingt zwar so pauschal und so allgemein, aber wirklich echt an der Sache dranbleiben, was man machen will. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mache ich auch immer. Ganz kurz zurück zu Dancing Stars, ist doch eine interessante Sache. Ich möchte jetzt nicht zu sehr mit Dancing Stars jetzt nicht festnageln. Werden wir dich heuer wieder in einer Dancing Stars Staffel sehen? Bei der nächsten, kann man das vielleicht schon so irgendwie... Ich weiß noch gar nichts davon. Ja. Ich habe weder eine... Entschuldige, es klingelt gerade an der Tür. Naja, jetzt kann ich nicht, wird wahrscheinlich der Postler sein. Ja, es ist die Zeit, das passt, ja. Ja, nein, ich kann weder eine Zu- noch eine Absage dazu geben, weil ich selber noch keine Gespräche dazu hatte. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich würde es selbst natürlich gerne wieder machen. Ja. Ich sehe mich auch in beiden Rollen. Das heißt, ich würde mir zutrauen, das einerseits natürlich wieder zu moderieren, aber ich würde auch selbst mittanzen. Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, selbst mittanzen, ja. Okay, ich glaube schon, dass das ein Spaß wäre und man lernt auch sehr viel. Das heißt, es ist sicher auch eine sehr schöne Erfahrung. Ja. Aber mein Plan A ist natürlich, die Sendung zu moderieren. Ja. Das heißt, sollte es ein Angebot in beide Varianten geben, würde ich sehr gerne annehmen. Und wenn nicht, vertraue ich darauf, es kommt immer das Richtige zu mir. Mhm. Und super. Da muss man ein bisschen ins Leben vertrauen.
Na klar, das verstehe ich. Du bist aus dem Bezirk Mödling, also nicht so weit weg von mir. Wenn ich fragen darf, wie verbringst du so deine Freizeit, wenn du Zeit hast? Bist du sehr sportlich? Das würde, glaube ich, etwa zu dir passen. Machst du Spaziergänge, gehst du laufen? So wie genießt du unseren Bezirk Mödling quasi? Was machst du da sehr gerne? Oder muss er nicht nur Mödling sein, kann woanders auch sein? Ja, also sportlich gesehen bin ich immer nach bis jetzt, weil ich habe, solange es keine Corona-Pandemie gab, immer bei einem Spinning-Studio in Wien meinen Sport gemacht. Das ist das Supercycle, das ist so ein Disco-Spinning, total lässig. Das heißt, da habe ich das immer in Wien gemacht. Derzeit habe ich so ein Spinning-Bike zu Hause stehen, mache das zu Hause, gehe natürlich aufgrund der Umstände aktuell auch viel spazieren. Ja. Treffe mich vorwiegend eben draußen mit meiner Familie und so gestaltet sich momentan mein Leben. Ja, das ist schön. Ja, es waren schon sehr viele interessante Eindrücke. Freuen würde es mich vielleicht, wenn wir es einmal schaffen würden, nach dieser Wahnsinnszeit, ich sage es jetzt ganz bewusst, wir wissen ja alle nicht, was noch auf uns zukommt und wie lange es noch dauert. Ich habe auch bewusst versucht, in diesem Interview das C-Wort zu vermeiden und das Lockdown-Wort, jetzt habe ich es leider gesagt, aber ja, es sind sehr, sehr schwierige Zeiten. Aber wenn alles vorbei ist, würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht im Sommer einmal beim Heurigen in Kuntumsdorf sehen, dann können wir uns einmal von Angesicht zu Angesicht unterhalten, vielleicht auch noch mit Abstand, wenn wir sehen. Und ich bedanke mich sehr. Wir haben jetzt sehr viele Eindrücke ein bisschen von dir erhalten. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Karriere, auch für deine Gesundheit, für deine Familie, und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen und ein Wiederhören und sage vielen, vielen Dank, liebe Christine, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Danke, Philipp. Ciao, tschüss. Danke, ciao.